In diesem Video zeige ich, wie ihr Backups von eurem Elegoo Neptune 4 Drucker machen und wieder einspielen könnt, um bei Problemen einfach auf einen früheren Stand zurückkehren zu können. So könnt ihr euren Drucker einfach wiederherstellen und müsst beim Modden und Rumspielen nicht zu stark aufpassen, nichts kaputt zu machen. Da ich schon von vielen Problemen nach Software-Updates gehört habe, kann ich ein Backup also jedem nur empfehlen. Das Ganze funktioniert beim Neptune 4 und 4 Pro. Soweit ich weiß, haben auch die Plus- und Max-Variante einen eMMC verbaut und damit funktioniert es auch dort. Was ihr dafür mindestens braucht, ist dieser MakerBase eMMC-Adapter. Optional könnt ihr euch auch noch diesen weiteren eMMC holen, dass ihr schneller zwischen zwei Installationen wechseln könnt, das ist aber nicht zwingend notwendig. Beide Hardware-Teile sowie ein Link zum Download dieses Cases für den Adapter zum selber drucken sind neben der gleich benutzten Software in der Beschreibung verlinkt. Zur Vorbereitung notieren wir uns zunächst die Firmware-Version, welche wir im Menü des Druckers finden. Anschließend können wir aus dem entsprechenden Update, das zuletzt installiert wurde, am besten gleich eine Kopie der Screen-Firmware machen. Nun bewegen wir die X-Achse wie gezeigt weit nach oben, dass wir den Drucker besser auf die Seite legen können. Nach dem Ausschalten können wir sämtliche Kabel und das Display entfernen. Um gut an die Unterseite zu kommen, habe ich nun etwas untergelegt und anschließend den Drucker wie gezeigt flach auf die Tischecke gelegt. Hier können wir jetzt die Abdeckung wie gezeigt entfernen und den eMMC mit zwei Schrauben ausbauen. Den Drucker lassen wir vorerst so stehen und wir stecken den eMMC, wie gezeigt, in den eMMC-Adapter. Zunächst wollen wir ein Backup machen. Dazu stecke ich den Adapter in den PC und ich verwende unter Windows das Win32 Disk Imager Tool. Für Linux und Mac gibt es sicher auch entsprechende Software. Einfach mal nach USB Imager stellen oder ähnlichem suchen. In dem Tool wähle ich nun den Speicherort für das Image und den eMMC-Adapter als Quelle aus. Als Hash wähle ich SHA-256. Diese wird zur Verifizierung gegen Übertragungsfehler verwendet. Mit der Option Read-Only Allocated Partitions sagen wir, dass wir nur den belegten Teil der 8 GB lesen wollen. So wird unser Image nicht unnötig groß. Mit einem Klick auf Lesen starten wir dann alles und nach Abschluss haben wir unser Backup fertig. Zum Zurücksetzen des Druckers haben wir nun jederzeit die Option, eines unserer Backups wieder einzuspielen. Falls kein eigenes Image verfügbar ist, können wir hier auch auf die von Elegoo zur Verfügung gestellten Images zurückgreifen. In den Anleitungen der neuesten Firmware-Versionen stellt Elegoo hier die Images und nötigen Schritte, denen man folgen sollte, zur Verfügung. Ich zeige nun, wie ihr ein selbst erstelltes Backup wieder einspielt. Zunächst müssen wir wie beim Backup auch hier wieder mit dem Adapter den eMMC in den PC stecken. Ich nutze hier das Tool Balena Etcher, um das eigene Image auf den eMMC zu installieren. Einfach über Flash from File das Image auswählen und den eMMC als Ziel angeben und schon kann Start geklickt werden. Zwischendurch könnte mal der Datei-Explorer Fehler anzeigen, weil der den halbfertigen eMMC zu lesen versucht. Aber das kann man dann einfach ignorieren. Nach Fertigstellung können wir den eMMC im nächsten Schritt wieder einbauen und die Abdeckung verschließen. Danach kann der Drucker wieder aufgerichtet und alles angeschlossen werden. Falls ihr ein Backup eingespielt habt, dann ist es nun auch noch wichtig, dass ihr die Screen-Firmware auch anpasst, falls diese beim Backup anders als bei der zuvor installierten Version war. Wie man das genau macht, zeige ich hier nicht, weil ich das schon in meinem Firmware-Update-Video gezeigt habe. Das habe ich allerdings in der Beschreibung verlinkt. Als Fazit kann ich sagen, dass Backup und Wiederherstellung vom Neptune 4 Drucker nicht schwer sind, wenn man weiß, wie es geht. Ich kann jedem nur empfehlen, zumindest einmal ein Backup zu machen. Auf diese Weise kann man bei Problemen einfach dorthin zurückkehren. Denn man weiß ja nie, wann man aus Versehen etwas falsch konfiguriert oder man ein Update doch rückgängig machen will. Ansonsten hoffe ich, dass ich mit dem Video weiterhelfen konnte und würde ich mich über ein Abo für mehr spannende Videos sehr freuen.